warum ein dritter Weltkrieg vor der Tür steht. Erstens, weil die fremd- und finanzgesteuerte US-Regierung es so will. Zweitens, weil die USA pleite sind, ihre Wirtschaft am Boden liegt und sie das höchst verschuldete Land der Erde sind. Drittens, weil das neue BRICS-Bankensystem den endgültigen Untergang des Wall Street- und Pentagon-Kapitalismus besiegelt. Viertens, weil die US-Regierung ihre Staatspleiten schon immer durch Kriege saniert hat. Fünftens, weil die Wall Street-Leibeigenen im Weißen Haus und dem Pentagon die ungeteilte Weltherrschaft begehren. Sechstens, weil ein Großteil der Weltgemeinschaft auf die US-Lügen des sogenannten arabischen Frühlings hereingefallen ist. Weil wir nicht gemerkt haben, dass es sich hier um terroristische, demokratisch getarnte Angriffskriege und nicht um Verteidigungskriege gehandelt hat. Siebtens, weil die Mainstream-Medien als Verbündete der US-Machenschaften weltweit deren Kriegslügen reinwaschen und damit alle Völker systematisch zur Kriegsbereitschaft rüsten. Achtens, weil die Völker derart medienverblendet sind, dass sie nicht merken, was sich zurzeit auch in der Ukraine wieder abspielt. Die US-Kriegstreiber können ihre Vorherrschaft über Russland nur und einzig in der Kraft der NATO-Armeen und der Armeen Europas gewinnen. Aus genau diesem Grund müssen ständig neue Kriegsgründe her, um die europäischen Staaten ausreichend kriegswillig zu machen. Um dieses Ziel zu erreichen, scheint diesen selbsterwählten Weltherrschern kein Preis zu hoch. Solange wir darum den US-hörigen Mainstream-Medien unser Ohr leihen, wird die Kriegspropaganda von Tag zu Tag drastischer voranschreiten. Solange wir den Massenmedien unser Ohr leihen, haben die terroristischen Kriegstreiber eine ständige Win-Win-Situation. Solange wie wir den terroristisch hörigen Hauptmedien unser Ohr leihen, können sie weiterhin im Namen prorussischer Aktivisten und Separatisten Spitäler, Schulhäuser, Flugzeuge und Privathäuser und so weiter in die Luft sprengen, Streubomben und andere Bomben aufs Volk abwerfen. Und all dies können sie nur ungehindert tun, weil sie von ihren vereinnahmten Massenmedien deren terroristische Attacken zudecken, indem sie jede noch so überzeugende Gegendarstellung gegen Stimme kategorisch verweigern. Kurzum, die US-gesteuerten Terroristen können so lange jede Lüge über Russland erzählen, wie immer sie wollen. Sie können ihre eigenen, durch die Kriegstreiber gestellten Kriegsgeräte nach Lust und Laune einsetzen und es hernach den Russen oder sogenannten russischen Separatisten in die Schuhe schieben. Und bei all dem wird immer nur auf ein und dasselbe Ziel hingearbeitet. Russland soll zum Eingreifen, sprich zum Krieg, gezwungen werden, damit man hernach auch die ganzen medienverblendeten und getäuschten Völker Europas gegen Russland in den Krieg schicken kann. Sobald dies gelingt, haben die Weltherrschaftslüstlinge ihr Ziel erreicht. Dann werden wir Europäer einmal mehr mit unserem eigenen Leib und Leben deren Kriege führen. Und unsere Völker werden bis zum letzten Blutstropfen wieder ausgedrungen und ruiniert werden. Diese machtbesessenen, all dies Leid verursachenden Kriegstreiber nicht zuletzt auch wieder wie Messiasse aufwarten, um sich wieder als große Retter feiern zu lassen, um dann auch die Nachwelt wieder mit ihrer verlogenen Geschichtsschreibung zu betören. Denn mit Sicherheit werden sie dann alles so darstellen, dass sie zuletzt wie Heilande dastehen. Nein! Diesmal mögen Sie rechtzeitig als das erkannt werden, was Sie in Tat und Wahrheit sind. Gnadenlose Volkszerstörer, illegitime, selbsternannte, möchtegern Weltherrscher, falsche Messiasse und all Ihre Massenmedien sind deren falsche Propheten. Darum, Völker Europas, erhebt euch! Verweigert diesen Kriegstreibern jegliche Zusammenarbeit, jeglichen Zutritt in euer Grenzgebiet, in euren Luftraum. Ergreift eure Lufthoheit und verweigert diesen Egoisten jeglichen Überflug. Weit besser als irgendeine weitere Kooperation mit diesen Kriegstreibern wäre eine konstruktive Kooperation mit Russland. Vergessen wir nie, dass eben genau diese Kriegstreiber, die uns gerade gesamteuropäisch in den Krieg locken möchten, ein und dieselben sind, die noch vor kurzer Zeit vor unseren Augen, vor laufenden Kameras, ganze Völker wie den Irak aufgrund frei erfundener Kriegslügen zerbombt haben. Denkt an die Brutkastenlüge. Dabei waren doch all diese zerbombten Länder weit besser als sie. Macht darum diesem völkerrechtswidrigen Terrorismus, der im Namen der Humanität und der Demokratie geführt wird, ein Ende. Wer auch bloß einen Rest von Verstand in sich trägt, der wird erkennen, dass Europa derzeit nur im friedlichen Bunde mit Russland bestehen kann.
Nur vereint mit all den Ländern, die von den USA gerade angegriffen, okkupiert, massakriert und niedergerungen wurden, kann eine dauerhafte, weltweite Friedenszeit ihren Anfang nehmen. Eines aber sollen wir mit Gewissheit wissen. Wenn wir uns durch die gegenwärtige Kriegspropaganda der Hauptmedien vereinnahmen lassen, uns noch endgültig vereinnahmen lassen, dann werden sie uns in einen Krieg gegen Russland und dann China und so weiter verwickeln. Dann wird auch ihr dritter Weltkrieg wieder auf dem Boden Europas ausgefochten werden. Aber genau dort wird es zuletzt keine Sieger geben, sondern nur Verlierer. Wenn jene Kriegstreiber ihr Ziel erreichen und zu ihrer ersehnten Weltherrschaft und ihrer proklamierten neuen Weltordnung durchbrechen, dann werden hernach genau diese Diktatoren unsere künftigen Herren sein. Die, die all das Schreckliche vor unseren Augen mit all den Völkern getan haben. Denken wir, sie würden uns besser behandeln? Lasst uns bedenken, dass diese Schlangen und Skorpione niemals plötzlich zu Lämmern werden. Sie werden auch mit uns genauso verfahren, wie sie es mit ihren Völkern schon jetzt tun. Seht doch hin, wie diese scheinamerikanische Regierung ihr eigenes Volk ausbluten lässt. Daran erkennt ihr doch, dass sie das amerikanische Volk gar nicht als das ihre Volk ansehen. Sonst würden sie dieses Volk doch wie ihre eigenen Kinder hegen und pflegen. Doch das tun sie nicht. Seht doch hin, wie sie tatenlos einen ganzen Drittel der Weltbevölkerung dem Hunger überlassen, während sie im Namen der Menschlichkeit, der sozialen Hilfe und so weiter seit Jahrzehnten Billionen und Aberbillionen Dollars in ihre Kriegsmaschinerie stecken. Und eben diese gnadenlosen Volkszerstörer werden hinterher unsere neuen Herren sein, wenn wir uns ihnen jetzt nicht verweigern und den rechten Kurs gehen. Darum verweigert jeden Kriegseintritt zugunsten der US- und medienpropagierten Ziele. Wenn also unsere Völker untergehen, dann habt vor Augen, dass dies nur geschieht, weil wir einer weltumspannenden Mediensekte, weil wir höllisch arglistigen Kriegssekten auf den Leim gegangen sind, weil wir uns von hinterlistigen Herren beherrschen ließen, die als Wölfe im Schafspelz bei uns eingedrungen und unsere Völker unterwandert haben. Wir sind, milde ausgedrückt, zu Sektenopfern geworden. Opfer der größten Todessekte aller Zeiten.